Gerade für Fahranfänger ist ein zusätzliches Sicherheitstraining eine gute Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. Viele der jungen Autofahrer hier in Laatzen bei Hannover haben ihren Führerschein bereits mit 17 gemacht, durften schon in Begleitung hinterm Steuer sitzen, bevor dann mit 18 endlich allein Gas gegeben werden durfte. Niedersachsen will diese Übungszeit nun verlängern, fordert die Pappe mit 16 und bekommt viel Unterstützung. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, Fahrlehrerverbände sowie der ADAC stehen hinter dem Vorschlag. Wir begrüßen sehr, wenn es eine längere Lernphase gibt für die Fahranfänger, denn damit ist es natürlich gegeben, dass er viel mehr und viel länger schon Verkehrssituationen erlebt und damit eben auch besser gewappnet ist, wenn er dann alleine unterwegs ist. Und der Leitspruch "früh übt sich" scheint Wirkung zu zeigen. Zuletzt gingen die Unfallzahlen der 18- bis 25-Jährigen stetig zurück. Seit der bundesweiten Einführung des Führerscheins mit 17 im Jahr 2011 sogar um 22%. Doch nun bereits 16-Jährige ans Steuer lassen, bei vielen Eltern löst der Gedanke ein mulmiges Gefühl aus. Man soll alles auch nicht zu schnell entwickeln. Also ich denke, mit 17 hat sich etabliert und da sollte man festhalten dran. Ich glaube, da ist die Aufmerksamkeit doch noch nicht so gegeben in dem Alter. Reicht, wenn die ihren kleinen Mofa fahren können, Roller fahren können. Vorerst werden sich die 16-Jährigen auch mit dem Mofa oder Roller begnügen müssen. Denn einen Haken hat die Idee aus Niedersachsen noch. Das EU-Recht lässt einen Führerschein mit 16 bislang gar nicht zu.